erstmal Kaffee kochen. Wieder aus Dinken. Ja, heute und morgen steht im Zeichen der A, A mit 2 A, der Bocholter A. Ich habe mir 2 Rundtouren rausgesucht, halt entlang der A. Und so wie es ausschaut, müsste es ungefähr passen, dass sie mehr oder weniger aneinander anschließen. Ja, wenn ihr Lust habt, dann bleibt ihr dran und kommt mit. Die Tour, die geht heute fast direkt am Campingplatz vorbei. Ich glaube 500 Meter oder 700 Meter. Also für mich schon ideal. Und morgen geht sie tatsächlich direkt am Campingplatz vorbei. Jetzt geht es erstmal hier ein Stück durch die Dinkener Heide. Ja, hier links von mir ist dann jetzt schon die Bocholter A. Und ich denke mal, der folgen wir jetzt mal ein bisschen.
ganz schön viele Gänse. Ja, heute geht's durch Borken. Bocholt ist dann morgen dran. Aber wie man da oben an dem Schild sehen kann, geht hier auch die Flamingo-Route parallel. Die will ich auch noch mal irgendwann fahren. Ja, am Kletterwald Borken kommt man hier auch vorbei. Der ist hier auch direkt an der A. Coole Sache, aber im Moment natürlich auch wieder geschlossen. Hier auf die A auch eine Fischtreppe. Und zwar gibt es da einen Staudamm, um den Pröpsingsee zu regulieren. Bin ich gerade dran vorbei, aber den habe ich nur von Weitem gesehen. Also wenn ihr mal hier in der Gegend seid und einen schönen Radweg sucht, einen schönen Flussradweg sucht, Bocholter A, ist wirklich schön hier. Jetzt geht es erstmal durch Borken. Ich hoffe mal, dass man hier einigermaßen aus dem Verkehr rausgehalten wird. Na, schauen wir mal. So, durch Borken bin ich jetzt durch. Jetzt geht es erstmal Richtung Rasfeld, dann über die Felder zurück. Ja, ungefähr Halbzeit haben wir jetzt auch.
da stand gerade ein Schild, Isselquelle. Er liegt jetzt nicht direkt auf dem Weg, aber den Abstecher gönne ich mir, weil da stand jetzt keine Kilometerangabe. Ah, ich glaube, ich bin sogar schon da. Habe ich gedacht, das nehme ich mir dann. Die Isel ist in Holland die Eisel. Eiselmeer. Hier kommt es her. Ja, das soll dann wohl die Isselquelle sein. So wie es ausschaut, eine Karstquelle. Weil es scheint so aus dem Boden zu kommen. Recht unscheinbarer Tümpel eigentlich, ne? Ja, hab gerade ein paar Pause gemacht, aber hier gibt es einen Eisautomaten. So, damit wäre Asfeld dann auch wieder erreicht. Denke mal, jetzt geht's Richtung Schloss und dann durch den Tierpark zurück Richtung Dinken. Ja, am Schloss kommen wir gar nicht direkt vorbei, aber ist auch nicht schlimm, da war ich schon so oft genug. Und jetzt geht es erstmal Richtung Brünen weiter. Ja, hätte mich auch schwer gewundert, wenn es nicht doch hier am Schloss vorbeigegangen wäre. Wenn auch nicht direkt über den Schlosshof, aber wenigstens direkt dran vorbei. Ja, hier im Park war ich ja schon ein paar Mal. Ist ja auch ein Tierpark hier. Und mich wundert das wirklich jedes Mal, dass man hier mit dem Rad fahren darf. Aber ich fahre hier eigentlich immer trotzdem recht langsam, weil ich finde es ein bisschen unpassend, hier durchzurasen. Mittlerweile ist der Weg wieder von der Drei-Flüsse-Route abgewichen. Sind aber hier immer noch im Tierpark Rasfeld. Aber ist ja gar nicht schlimm. Sehe ich hier mal was anderes. Der Park ist doch größer als ich dachte.
Ja, heute Morgen war ich an der A unterwegs. Jetzt bin ich hier an der Issel. Aber ich glaube nur ein ganz kleines Stück. Da sind noch circa 12 Kilometer. Aber ich werde sowieso in Dinken abbrechen, weil ich noch einkaufen will. Also ich werde nicht die Tour bis zum Campingplatz filmen oder vielleicht doch mal schauen. Noch ein paar hundert Meter, dann bin ich wieder am Campingplatz. Einkaufen war ich. Also das jetzt heute war eine richtig schöne Tour. Zumindest die erste Hälfte. Und die zweite Hälfte, die ist auch nicht schlecht, aber ist halt so durch die Felder fahren, sag ich mal. Übliche durch die Felder Tour, aber das erste Stück an der Bocholter A entlang ist schon toll. Ja, morgen sehe ich den Fluss wieder. Dann bin ich ein Stückchen weiter flussabwärts unterwegs. Ja, hoffe, euch hat die Tour ein bisschen gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal.